Kennst du eine Frau, die anfänglich noch Interesse hatte und sich aber mehr und mehr von dir entfernt hat? Wenn du mit einer Frau schreibst oder dich triffst und sie sich Stück für Stück zurückzieht, dann sagt uns der logische Menschenverstand, versuch das Ganze noch zu retten, leg dich mehr ins Zeug. Aber wie du und ich wissen, klappt das nie. Der Grund dafür ist unterbewusst in der weiblichen Psychologie und bei jedem von uns fest verankert. Wenn du versuchst, eine Frau von dir zu überzeugen, wenn du denkst, du müsstest den Hampelmann spielen und du hast dieses Gefühl, dass du ihr nach der Nase tanzen müsstest, dann halte jetzt inne. Ist das wirklich ihre Schuld, dass wir diese Gefühle haben? Eine Frau wird dich immer bewusst oder unterbewusst testen. Frauen haben Auswahl. Wenn wir einmal die Welt aus der Sicht einer Frau wahrnehmen würden, würden wir wissen, dass seit unserem 14. Lebensjahr jeder uns auf der Straße, bei der Arbeit oder sonst irgendwo angafft. Es gibt einen Überschuss an Männern, die Interesse an uns haben. Und selbstverständlich würden wir dann unser Schutzschild hochziehen. Viele Männer haben ehrliches Interesse an ihr, aber die meisten fallen schon von vornherein durch ihr Verhalten durch. Und was dieses Verhalten genau ist, bekommst du in wenigen Sekunden. Gerade wenn die Frau sich weniger meldet und ihre Nachrichten immer kürzer werden, versuchen das die meisten Männer als, ich kann es nicht anders nennen, Rückholaktion. Sie versuchen, sie zu überzeugen. Es wäre voll schön, dich wiederzusehen. Du bist echt hübsch auf dem Foto. Oder kein Problem, dann sehen wir uns eben ein anderes Mal. Es hat mir echt Spaß gemacht mit dir. Du hast eine tolle Ausstrahlung. Was steckt hinter diesen Worten? Ist das ein liebgemeintes Kompliment? Nein, es erscheint nur so. Es ist im besten Falle eine gefährliche Halbwahrheit. Das wissen wir in unseren Knochen. Und sie weiß das auch. Welches Signal das aussendet ist, ich habe keine andere Wahl, keine andere Frau, die sich für mich interessiert. Bitte geh nicht. Schau, ich bin charmant. Steige ich damit wieder in deinem Ansehen? Und sie wird natürlich merken, dass sie es mit einem extrem abhängigen Mann zu tun hat. Erst vor 3 Tagen habe ich mit einem meiner Kunden darüber wieder gesprochen. Und er ist genau in dieselbe mentale Falle getappt, dieser Abhängigkeit, über die wir hier reden. Er hat genauso der Frau erstmal wieder Komplimente gemacht, um sie wieder zurückzuholen. Und er musste dort feststellen, dass das wieder nicht funktioniert. Hat gesagt, ich konzentriere mich jetzt wieder auf mich und auf mein Leben. Und in derselben Woche wurde er von einer Frau auf der Straße zum ersten Mal in seinem Leben angesprochen. Mit dieser Frau hat er dann dort auch die Nummer ausgetauscht. Es ist ein Hebel, den wir erstmal entdecken und umlegen müssen. Aber sobald wir erkannt haben, dass wir Frauen auch auf uns zukommen lassen, dann läuft es auch einmal und dann entdecken wir auch die richtigen Frauen. Ganz konkret, wenn du mit einer Frau schreibst und dich mit ihr treffen möchtest und ihr dann sagst, ja, wann hättest du denn Zeit? Und du dann jeden ihrer Vorschläge annimmst, ohne Prioritäten zu setzen, ohne in den Kalender zu schauen, ob du dort nicht schon etwas vorhast oder du vielleicht dort etwas vornehmen möchtest, das dir wichtig ist, dann weiß sie, du bist bereit dazu, für einen Fremden dein Leben umzukrempeln. Das ist Verzweiflung und das merkt sie. Das merkt sie nicht nur in dieser einen Frage, das merkt sie in der gesamten Kommunikation bis zu diesem Punkt. Deswegen hat sie sich ja immer mehr zurückgezogen. Es ist verrückt, aber Frauen spüren, wie wohl wir uns in unserer eigenen Haut fühlen. Das spüren sie auch über eine Textnachricht. Eine der attraktivsten Eigenschaften, die du als Mann mitbringen kannst, ist dein Selbstwert. Wie viel Wert schreibst du dir selber zu? Wenn du dir und deiner Zeit einen Wert zuschreibst, dann bist du auch unabhängig von den Terminen anderer. Wenn es passt, dann passt es. Und wenn nicht, dann ist das so. Es gibt auch noch andere Termine, an denen wir uns sehen können. Ich verbiege mich nicht. Sie und ich, wir möchten uns treffen. Okay. Auf Augenhöhe. Okay. Dann schreibe ich ihr, ich kann Mittwochabend oder Sonntagvormittag. Samstag bin ich schon verbucht. Aber zieh dir was Hübsches an, wenn wir uns sehen. Diese Unabhängigkeit sendet ein anderes Signal. Ein extrem attraktives. Wir als Männer haben Ansprüche. Wenn du ein Teil unseres Lebens sein möchtest, dann freuen wir uns. Aber die Spielregeln, die setzt du nicht alleine auf, Madame. Frauen werden nicht durch Argumente überzeugt, sondern wenn wir leichtherzig bleiben, wenn wir flirten und Vertrauen aufbauen. Hier oben habe ich dir ein sehr knackiges Video dazu verlinkt. Nur dann wird sie rot und fühlt sich wirklich geschmeichelt. Das ist Verführung. Hilf ihr dabei. Und es gibt ein Video, in dem du genau herausfindest, was die anderen von dir denken, wenn du eine Frau so ansprichst. Aber Achtung, es ist nichts Gutes. Schau hier rein.